Rekrutierende Unternehmen stehen heute vor großen Herausforderungen. Sie müssen nicht nur die richtigen Kandidaten für ihr Unternehmen ansprechen und finden, sondern auch langfristig an ihr Unternehmen binden. Die jährliche StepStone-Studie Recruiting Trends 2013 gibt wertvolle Einblicke in das Such- und Bewerbungsverhalten von Kandidaten und die Anforderungen der rekrutierenden Unternehmen. Fast 800 Unternehmen und über 21.000 Jobsuchende aus 7 Ländern haben an der Befragung teilgenommen. Fachkräftemangel nimmt zu. Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt wächst. 2009 waren 59% der Unternehmen der Meinung, genügend Bewerbungen auf ihre Stellenangebote zu erhalten. 2012 bestätigten dies nur noch 47% der Arbeitgeber. Darüber hinaus bestätigen immer mehr Arbeitgeber, dass die Qualität der Bewerbungen insgesamt abnimmt. Mehr als die Hälfte aller Arbeitgeber gab an, dass der Großteil der eingehenden Bewerbungen von eher unterqualifizierten Bewerbern stammt. Es überrascht also kaum, dass 9 von 10 Personalverantwortlichen dazu bereit sind, Kandidaten einzustellen, die zwar weniger Berufserfahrung mitbringen, aber das Potenzial haben, sich weiterzuentwickeln. Die StepStone-Studie zeigt, dass Jobsuchende am liebsten das Internet nutzen. 90% von ihnen verschicken ihre Bewerbungen online. Neben Online-Stellenbörsen stehen die Webseiten von Unternehmen ganz oben auf der Liste. 78% der Bewerber informieren sich hier, bevor sie sich bewerben. Wer einen Job sucht, hat bestimmte Erwartungen an die Informationen, die in einer Stellenanzeige enthalten sein sollten. Die Befragung zeigt, für Bewerber ist es am wichtigsten, etwas über den Inhalt der Arbeit, das Arbeitsumfeld und die Zusatzleistungen des Unternehmens zu erfahren. Außerdem ist Jobsuchenden die wirtschaftliche Stabilität und damit verbundene Sicherheit des Jobs wichtig. Im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte können Unternehmen mit zusätzlichen Informationen also wirkungsvoll punkten. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es für Unternehmen maßgeblich, qualifizierte Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. Personalverantwortliche sollten sich darüber im Klaren sein, dass 2/3 aller neu eingestellten Mitarbeiter weiterhin offen für neue Stellenangebote sind, obwohl sie gerade erst in dem Unternehmen angefangen haben. StepStone hat Arbeitnehmer gefragt, warum sie sich nach einem anderen Job umsehen würden. 40% gaben an, dass die Möglichkeiten zur Fortbildung im bisherigen Job begrenzt sind. Mehr als 1/3 der Befragten vermissen eine mittel- oder langfristige Karriereperspektive und ihnen fehlt eine ausreichende Anerkennung für ihre Leistung. Der Arbeitsinhalt ist der wichtigste Grund, in einem Unternehmen zu bleiben. Die Hälfte der Befragten gaben an, dass sie ihren Job nicht wechseln, weil er interessant ist. Dass sie sich mit den Kollegen gut verstehen, ist für 45% ein weiterer wichtiger Grund. Eine gute Work-Life-Balance bindet 34% an ihren Arbeitgeber. Der Markt bleibt umkämpft. 2013 planen 2/3 der Firmen, neue Mitarbeiter einzustellen. Zum einen, weil ihr Unternehmen wächst, zum anderen, weil Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Genau aus diesem Grund müssen Arbeitgeber das Informationsbedürfnis der Bewerber ständig im Blick halten und mit ansprechenden und informativen Stellenausschreibungen wirkungsvoll darauf reagieren. Darüber hinaus gilt es, eine starke und attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen. Eine solide Strategie für die Rekrutierung neuer und die Bindung bestehender Mitarbeiter ist heute wichtiger denn je.